Dächer decken bei Temperaturen von über 30 Grad, an Baustellen arbeiten in der prallen Sonne oder sich im Anzug durch den Büroalltag quälen. Das soll sich ändern, sagen Deutschlands Amtsärzte. Machen wir es doch wie Spanien oder Italien und nehmen uns eine Siesta. Wir lernen davon in südlichen Ländern. Die arbeiten morgens im Intensiv und dann eben, wenn es nicht so heiß ist, am Nachmittag und späteren Abend. Hitze macht es schwer, sich zu konzentrieren. Man kann nachts schlecht schlafen. All das führt dazu, dass man nicht so fit ist wie sonst am Arbeitsplatz. Und um diese Fitness zu erhalten, sollte man sich gerade in der Mittagszeit eine Pause gönnen. Mittags oder besser am Nachmittag, wenn die Temperaturen am höchsten sind, relaxen? Wir fragen am Morgen nach bei den Menschen in Düsseldorf. Ich kann mir das gut vorstellen. Wir haben das die letzten Wochen erst gehabt, dass es bis zu 35 Grad geworden sind. Und ehrlicherweise schafft man dann nicht so viel an körperlicher Arbeit und Anstrengungen. Ja, finde ich eine interessante Idee. Heißt aber natürlich auch, dass die Arbeitstage länger werden. Ne? Auf den Social-Media-Kanälen des WDR wird ebenfalls diskutiert. Super für Pendler, die sich dann mehrere Stunden irgendwo rumdrücken müssen. Ganz toll auch für die Kinderbetreuung. OGS demnächst bis 22 Uhr. Ich finde diese Vorschläge nur weltfremd. Was uns hierzulande in den nächsten Jahren bevorstehen könnte, zeigen zurzeit die Rekordtemperaturen in Südeuropa. In Madrid ist es heute früh schon sengend heiß. Ein Hochsommer ohne Siesta, in Spanien undenkbar. In der Mittagshitze bevorzugen viele den Schlummermodus, sagt unsere Korrespondentin. Insgesamt ist der Lebensrhythmus etwas anders hier. Die kleineren Läden öffnen zum Beispiel von 10 bis 14 und dann wieder von 17 bis 20 Uhr. Dazwischen ausgeruht Mittagessen, Abendessen. Essen frühestens um 22 Uhr, das ist normal. Und nun fordern Mediziner auch bei uns im Westen ein Umdenken. Beispiel strenger Bürodress. Wer keinen Kundenkontakt hat, sollte leichte Garderobe wie kurze Hosen oder Shirts tragen dürfen. Ich glaube, auch als Arbeitgeber kann man sich daran gewöhnen, dass mit den erhöhten Temperaturen auch eine legerere Kleiderordnung akzeptiert werden sollte. Das macht es leichter, sich zu konzentrieren, wenn der Körper eben auch seine Hitze entladen kann. Gewerkschaften schließen sich den Forderungen der Mediziner an, wollen heiße Büros schließen, Drucker aus Arbeitsräumen verbannen und mehr Sonnenschutz ermöglichen durch Jalousien. Zusammen mit einer Siesta könnten tausende Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen so noch besser durch den Sommer kommen, der ganz offensichtlich immer heißer wird. Und ohne Siesta geht in weiten Teilen Europas gerade überhaupt nichts. Spanien zum Beispiel hat ganz offiziell Hitzealarm für manche Regionen ausgerufen. Die höchste Stufe rot zum ersten Mal auch für die Insel Mallorca. Ja, und auch die anderen beliebten Urlaubsziele, hier die Klassiker, Italien, Griechenland, sind weiter im Alarmmodus und ächzen unter einer Hitzewelle. Deshalb haben wir dort mit den Urlaubern, Urlauberinnen aus dem Westen gesprochen. Die verbringen ihre Ferien zum Beispiel auf dem Campingplatz. Und das ist dann noch mal eine andere Nummer als im Vier-Sterne-Hotel mit Klimaanlage. Oh ja. Urlauben 2023 in Zeiten der Klimaerwärmung. Da hat die Hitze alle und alles fest im Griff. Wasser, viel Schatten und wieder Wasser. Standardprogramm für die meisten Urlauber, die in Europas Süden gerade Temperaturen von 40 Grad und mehr erleben. Ja, und trinken, eincremen. So machen es alle am Strand von Sirmione bei Palermo. Tanja Gröver aus Dormagen und ihr Lebensgefährte campen hier in der Gegend. Der Platz knüppeltrocken, aber mit Schatten unter Olivenbäumen. Und am Meer immer nur mit Sonnenschirm. Heute melden sie sich per Videonachricht aus San Vito Locapo. Ja, heute ist es auch wieder 41 Grad. Bei den Temperaturen ist natürlich direkt wieder Strand angesagt. Auf Empfehlung haben wir uns diesen Strand heute mal vorgenommen. Bei den Temperaturen kann man wirklich nur ans Meer fahren. Sightseeing in Palermo war die Hölle. Sightseeing in Palermo. Hitze ist man hier ja gewöhnt, aber so wie jetzt? Teuflisch, meint auch diese Verkäuferin. Was soll ich sagen, es ist die Hölle. Echt nicht schön, weil arbeiten in dieser Hitze geht kaum. Und die Leute trinken lieber nur Wasser, als dass sie etwas essen. Dieses Jahr ist es wärmer als die davor. Leider müssen wir uns anpassen. 35 Grad hat es in Palermo immer, von August bis Dezember. Aber auch im Norden Italiens sengende Hitze. Eindrücke aus Bologna, wo die Temperatur von heute 37 auf morgen 39 Grad steigen soll.
Auch Gesundheitsminister Lauterbach macht gerade Urlaub in der Toskana und twittert. Basilica di San Francesco, wunderschöne mittelalterliche Bauweise, aber auch ein Kälteraum. Die Kirchen sollten in Hitzewellen als Kälteräume tagsüber offen sein und Schutz bieten. Und noch eine Urlauberin meldet sich heute, Michaela Eltner aus Leverkusen, gerade auf dem Weg nach Sardinien. Gestern waren wir in Mailand, da war es auch ganz schön heiß, so 34 bis 36 Grad. Und man konnte es ganz gut aushalten eigentlich, wenn man von Schatten zu Schatten gehüpft ist. Also wir sind ganz gemütlich mit Eistee, Eiskaffee und Wasser durch die Straßen geschlendert. In Griechenland, bei Athen, kommen aktuell noch Waldbrände dazu. Vor kurzem werden nicht weit von hier 44 Grad gemessen. Wenig kühler ist es auf dem Peloponnes, wo Familie Schulte aus Köln gerade Urlaub macht. Gestern hatte ich wieder den Fall im Supermarkt, wo ich auch immer so einen kleinen Schwindelanfall hatte, wo ich wieder gemerkt habe, da hast du wohl nicht ausgiebig oder nicht genug getrunken. Ansonsten versuchen wir uns hier mit frischer griechischer Wassermelone aus dem Kühlschrank serviert, Freddo Cappuccino und dem obligatorischen Eis am Tag der Hitze in Griechenland zu trotzen. Also Wasser und Schatten und sonst nichts. Also drin bleiben, trinken, keine Anstrengung. Das sind die Tipps im Süden und in Italien werden die sogar Eis. Ja, unten Eis. Danke. Die werden in Italien sogar von prominenten Gesichtern im Fernsehen verbreitet. Hilft das? Fragen wir nach in Rom. Bei unserer Korrespondentin Anja Miller. Extremsommer in der italienischen Hauptstadt. Wie dramatisch ist die Lage? Naja, es waren heute knapp 42 Grad in Rom und damit ist der letzte Hitzerekord von 1983 gebrochen worden. Die Hitze ist enorm, sie ist wirklich wie eine Wand. Nach wenigen Metern, nach wenigen Schritten ist man schon durchgeschwitzt. Aber tatsächlich ist es so, die Menschen versuchen sich vernünftig zu benehmen, die Einheimischen genauso wie die Touristen. Die Stadt hat heute Morgen einen Hitzeplan verabschiedet. Das heißt, der Zivilschutz schreitet ein, wo er sieht, dass Menschen Hilfe brauchen. Es sind auch Freiwillige in der Stadt unterwegs mit gelben Westen. An die kann man sich auch wenden, wenn man Probleme hat. Die Notaufnahmen sind in Alarmbereitschaft. Die Menschen passen sich aber der Hitze an und meiden das tatsächlich tagsüber in dieser extremen Hitze zu sein. Und das sind ja auch schon Schulferien in Italien. Wer kann, hat ohnehin die Stadt schon verlassen. Jetzt haben wir gerade die Bilder aus Griechenland gesehen von den Waldbränden. Ist das in Italien auch schon ein Problem? Ja, es ist bereits ein Problem. In Sizilien hat es die letzte Nacht über gebrannt. Da wurde die ganze Nacht gelöscht und es herrscht hohe Waldbrandgefahr noch für Sardinien und Apulien. Im Moment ist es aber in Italien tatsächlich nicht so schlimm wie in Griechenland. Die Italiener haben auch schon jetzt ein Löschflugzeug aus Solidarität nach Griechenland geschickt, unterstützen also im Moment dort die Griechen und hoffen, dass es hier nicht so schlimm kommen wird mit den Waldbränden in diesem Jahr. Anja Miller aus der Hitze Italiens aus 42 Grad in Rom. Danke für die Eindrücke. Gerne.